Ich wünschte, mir würden Kappen stehen, aber. Liebe Pokémon Company International, vielen herzlichen Dank für das Zusenden eines fabulösen Paketes, das es mir ermöglicht, heute endlich ein poketastisches Video zu gestalten, das ich schon die ganze Zeit präsentieren wollte. Willkommen zu einer poketastischen Folge voller poketastischer Überraschungen. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich weiß auch sonst nicht, wie ich es betiteln soll. Ich habe über die letzten Monate hinweg ein bisschen Stuff angesammelt, weil ich ungerne so einzelne Verlosungsvideos mache, da ich sie ja sowieso immer als Werbung irgendwie kennzeichnen muss, auch wenn ich die Hälfte davon selber gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe heutzutage nicht mehr, was man als kennzeichnen muss. I don't care. Deswegen Pokémon-Dauerwerbesendung. Was Besseres gibt es sowieso eigentlich gar nicht, sind wir ganz ehrlich. Tja, und das bedeutet, wir werden uns heute nicht nur dieses Paketes annehmen, das von der Pokémon Company zu mir geschickt worden ist. Ich hoffe, es ist ein Pikachu drin. Oder ein Glumanda. Vielleicht ist es ja in seinem Pokéball. nein, wir werden uns also nicht nur dieser Kiste bedienen, sondern auch andere coole Dinge sehen, wie Pokémon, Alpha Saphir und Omega Rubin und total krasse Booster Packs. Das ist einmal Sonne und Mond und das andere Sonne und Mond und ich habe nur die beiden, aber das geht ja auch klar. Und ey, apropos Booster Packs. Wait, there's more. Ja, ich kann in Pokémon Booster Packs schwimmen. Ihr aber bald auch. Und eventuell auch darin. Wobei, darin sollte man nicht schwimmen. Ich glaube lieber nicht. Das könnte schmerzhaft werden. Aber guck mal, das ist ein Nintendo 2DS mit Pokémon Sun. Wow! Übertriebene 90er-Jahre-Werbung hier einfügen. Ja, Leute, ich habe super viele Pokémon-Artikel angesammelt, die ich gerne verlosen möchte. Und ihr erfahrt im Laufe des Videos natürlich auch, wie ihr dann da rankommt. Ich dachte, wir machen ein kreatives Gewinnspiel, das ich verbinde mit meinem Kritzelpixel-Kanal, denn es geht dabei um das Malen von Pokémon. Und wenn es ums Malen geht, mache ich natürlich auch mit. Nur ich darf nicht mitmachen, weil ich darf das ja nicht gewinnen, weil mir gehört das ja irgendwie schon. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Gut, fangen wir doch damit an, dass wir das Paket von der Pokémon Company auspacken, oder? Dafür muss ich jetzt das ein bisschen aufräumen. Sekunde. Ja, dann schneide ich das mal auf. Schnipp, schnibbeli, schnipp, schnipp. Mikrofon, komm näher zu mir, sonst können die Leute mich nicht hören. Okay. Bitte einmal Dankeschön, so. Ich will vorsichtig sein, ich will nicht irgendwo reinschneiden, wo es. Was? Macht man Pakete auf? Voll professionell! Ui. Oh. Wow. Ui, Sticker. Oh, das ist ein Fleckmann. Ich mag Fleckmanns. Oh, ist das süß. Ein Fleckmann-Sticker. Oh, glitzernde Pokémon-Go-Sticker. Oh. Mehr Sammelkarten. Okay, was haben wir hier? Hier ist einmal. Eine echt Pikachu-Karte. Guck mal, eine echt Pikachu-Karte. Du bist dran, Donnerblitz. Die Special, die kommt jetzt mal vorsichtig erstmal an die Seite. Und ansonsten gibt es hier einmal schimmernde Legenden. Soll das heißen, ich habe die Chance, ein Shiny Rayquaza aus diesem Pack zu bekommen? Wisst ihr, wie oft ich meinen Spielstand resettet habe, um ein Shiny Rayquaza zu bekommen? Ich auch nicht mehr, denn irgendwann habe ich weinend aufgegeben. Wenn du jetzt nicht da drin bist! Ich bin nicht traurig. Okay. Was ist das? Okay. Sonne, Mond, Grauen der Lichtfinsternis. Das ist auch ein Entwicklungspack mit 23 Karten, 4 einzigartigen holographischen Promokarten, 4 Boosterpacks der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Sonne und Mond.
Ich spiele plötzlich wieder Pokémon Trading Card Game. Mama, Mama, weißt du noch, wo meine Pokémon-Sammelkarten von früher sind? Die sind wahrscheinlich nicht so stark wie die aktuellen, oder? Trotzdem würde ich es gerne wissen. Mama, wenn du noch weißt, wo die sind, auch so meine Sonderdinger, so aus dem Kino, schreib mir auf WhatsApp. Dann wären wir Wolverock und Kokowai, also das Alola-Kokowai. Ei, so viele Booster-Packs. Oh mein Gott, ist das awesome. Ich werde gleich ein paar Sachen aufreißen, so wie ich mich kenne, weil ich es nicht aushalten werde, zu gucken, ob da und was da drin ist. Das ist Booster Pack Heaven, okay? Aber ich will natürlich Booster Pack Heaven mit euch teilen. Sprich, die hier, die bekommt ihr. Ja, ich weiß, mir blutet auch das Herz, wenn ich sehe, dass ich einfach so einen gigantischen Stapel an Boosterpacks gerade in die Hand genommen habe und sage, das kriegt jemand anders, aber I love you, okay? Aber die anderen gehören mir. Ich will auch mal wieder was gratis haben. Ja, also, Leute, pass auf. Jeder von uns hat ja so seine Lieblings-Pokémon, okay? Bei mir ist das Shaymin, Dumiesel und Igamaru. Und weil das unter anderem Igel-Pokémon sind, bis auf das Dumiesel, da weiß man nicht, was das ist, aber es könnte alles sein. Da das meine Lieblings-Pokémon sind, wollte ich die immer sowieso schon mal gemalt und gestaltet und gezeichnet haben in meinem persönlichen Artstyle. Sprich, Leute, es geht ums Pokémon-Malen bei diesem Gewinnspiel. Wenn ihr diesen super krassen Pokémon 2DS mit Pokémon Sun gewinnen wollt, müsst ihr mir über das in der unten Videobeschreibung verlinkte Formular Nummer 1 ein Bild eures Lieblings-Pokémons malen und einsenden. Dabei ist es total egal, wie es aussieht, ob das ein schönes Bild ist oder nicht, das interessiert mich nicht. Es geht darum, dass es von Herzen kommt. Ja, malt euer Lieblings-Pokémon, wenn ihr Inspiration sucht und Ideen sucht, wie ihr das machen könnt. Schaut auf meinem Kritzelpixel-Kanal vorbei und guckt euch das Video an. Da werde ich eben meine drei Lieblings-Pokémon malen, ein paar kleine Tipps und Hilfen geben, wie man das machen kann. Und ja, dann könnt ihr es, wie gesagt, über dieses Formular einsenden. Einige von euch werden mit Sicherheit schon einen 2DS oder 3DS haben. Für die gibt es dann die Möglichkeit, unter anderem Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin zu bekommen. Ich will immer Omega Rubin sagen. Sad, sad. Dafür müsst ihr nicht mal malen, okay? Wir wollen es nicht ganz so krass machen. Ich möchte gerne zwei unterschiedliche Gewinnspiele haben. Darunter befinden sich dann auch Sammelkartenpacks ohne Ende als in Anführungsstrichen Trostpreise. Wer den Hauptpreis nicht gewonnen hat, hat also immer noch die Chance, ein paar Boosterpacks zu bekommen. Da werde ich ein paar kleine Pakete zusammenschrauben. Alle Informationen dafür, was ihr genau wie gewinnen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn es um Pokémon Alpha Saphir, Omega Rubin und die Sammelkarten geht, will ich einfach nur wissen, wie ihr euer Lieblings-Pokémon gestalten würdet. Es ist ja auch so, dass wir jetzt einen Kumpel bei Pokémon Go haben können, ja? Und das wird dann auch bei Pokémon Go Pikachu und Evoli so sein, dass wir mit unserem Kumpel durch die Gegend reisen können und den auch gestalten können. Und wie würdet ihr euer Lieblings-Pokémon, euren Poke-Kumpel gestalten? Was für Mützen, was für Accessoires? Ihr braucht es nur schreiben. Ihr müsst es nicht zeichnen, ihr braucht es nur schreiben. Wenn ihr zeichnen wollt, könnt ihr auch zeichnen. Das wird aber nicht irgendwie eure Gewinnchancen steigern. Und ich werde dann für euch euren Poke-Kumpel mit diesen coolen Accessoires und Klamotten malen, ja, und dementsprechend bekommt ihr dann nicht nur ein cooles Videospiel oder einen Haufen Booster-Packs von mir, sondern auch eine kleine Zeichnung von eurem Lieblings-Poke-Kumpel, genauso gestaltet, wie ihr ihn euch vorgestellt habt. Ich hab ein kleines Pikachu für mich, das ist schön. Okay, jetzt kommt's aufs Ganze. Wenn da kein Shiny Rayquaza drin ist, dann ist echt vorbei, dann weine ich einfach nur. Ich sehe jetzt schon mal einen Zurokex, das ist voll in Ordnung, das nehme ich auch, das ist kein Ding. Oh Gott, wo packe ich den ganzen Müll hin? Zurokex! Knilz! Oh, das Artwork ist ja super schön. Baldorfisch, Flunschflink, ein Bisasam. Oh mein Gott, sind die Karten heutzutage fancy. Wow! Zekrom, ui. Das ist ja auch eine fancy Karte. Ui, ich habe eine Energie bekommen. Ein Elektroball, ein Superball,
Ein Tali. Ich kann online Pokémon Trading Card Games zocken. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wie konnte das an mir vorbeigehen? Ja, ich weiß dann, was die nächsten Tage suchten werde. Haha. Oh, Alter, ich liebe sowas, ne? Boah, das ist super schön. So, ihr kommt jetzt mal hier mit dazu. Ein Ramoth mit... Alter, diese Karten. Krass. Palkia. Diese schicken Karten. Eins Energie. Ein Krippuck. Doppelfarblose Energie. Und Chris. Cool. Eine Flamiau. Oh, Flamiau. In einer krassen Karte. Da freue ich mich. Oh mein Gott. Ich habe ein schimmerndes Jirachi. My life is complete. My life is complete. Everything I have ever wanted. Alter, wie schick. Oh mein Gott, die ist glitzern. Ich habe ein schimmerndes Jirachi. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Wie krass. Okay, Jirachi ist halt so unter den Top 4 meiner Lieblings-Pokémon. Da muss ich jetzt halt mal sagen, dieser Floh, voll krass. Arbok. Venus, Liebes. Ehrlich, ich habe super die Nostalgie-Flashbacks, weil das habe ich das letzte Mal gemacht mit 12 Jahren. So mit 12, 13. Ich habe mein ganzes Taschengeld da rein investiert. Jeden Monat die 15 Euro, die ich bekommen habe, immer 3 Packs gekauft. Und es war halt für mich dann so wie Weihnachten. Und ich stand dann da und habe das ausgepackt und... Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alle Booster-Packs hier in diesem Video auspacken, aber ich dachte so, zumindest von jeder Sorte sollte ich eins auspacken und mit euch diese packenden Momente teilen. Ansonsten möchte ich ja, dass ihr ganz viele davon gewinnt und die auspackt und diese Freude ebenfalls erlebt. So, wir haben jetzt noch diese 6 vor uns, einmal von Sonne und Mond und dann hier die Evolution Edition. Ich fange mal mit der Evolution Edition an. Weil ich einfach curious bin, was da drin ist. Gimme that, gimme that, gimme that loot, gimme that loot. Oh mein Gott, die Karte sieht doch noch genauso aus wie früher, oder? Ich kann schwören, Stern, du sah früher auch schon so aus auf den Pokémon-Karten. Ja, Mann, das sind die Original. Genauso sah die Traumato-Gestaltung drauf aus. Und das ist Electek. Das sind die Originalkarten, nur überarbeitet. Wie geil, ich habe ultra die Flashbacks. Oh, Shiny Nocturne. Gimme that. Gimme that look. Oh, Glumanya. Glumanya. Oh, ich liebe das Original-Artwork so sehr. Das erinnert mich an meine Kindheit. Da habe ich übrigens auch selber so ein Trading-Card-Game gemacht. Ich bin zu Pokémon zwar durch die blaue Edition gekommen, aber das Trading-Card-Game hat mich so richtig gecatcht. Weil man das Gefühl hatte, man konnte Pokémon in die Realität holen. Mit seinen Freunden spielen und so weiter und so fort. Okay, ich hatte keine Freunde, aber ich habe gegen mich selbst gespielt. Ja, und als dann dieses Pokémon Trading Card Game für den Game Boy rauskam, war ich abgemeldet. Das war meins. Das war absolut meins. Vulpix, Tangela, Magnetilo. Schick, wenn das so glänzt. Ein Porenta. Eine Karte. Kokuna? Oh Mann, ja, Nidoran, Punita. Oh mein Gott, guckt euch dieses alte Original-Pikachu-Artwork an. Guckt euch dieses Original, da konnte es noch nagen. Und Donnerrüttler. Oh mein Gott, guckt euch dieses uralte Original-Artwork an. Oh, so gut. Raupi. Da. Oh, ich hab ein glänzendes Akane gekriegt. I'm so done. Mewtwo. Ich wollte dich immer besitzen, aber nie bist du gekommen. Heute endlich ist der Tag. Ja, ich bin ein erwachsener Mensch. Booty, give me that booty, give me that booty, 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 booty. Oh ja. Garstella, Garstella mit den Giftstachel. Und ein Alola-Dickda. Ja, vorher das andere Dickda, jetzt haben wir das Alola-Dickda. Alleine das hier ist halt Nostalgie pur, weil das hat sich halt nicht geändert. Das Rückdesign sah immer schon so aus. Das ist halt so krass. Oh, guck mal, jetzt sehen wir, wie das Traumato hier aussieht. Ganz anders. Voll krass. Das Artwork ist ein bisschen komisch. Es läuft traumatisiert den Strand entlang. Traumato. Ja, Wommel! Ich liebe Wommel. Ich habe ja eine Wommel vom Sui. Na? Meine Wommel ist deswegen voll OP. Bisschen Energie. Dragonier. Kannst du nicht shiny sein? Ich wollte mal einen shiny Dragonier haben. Naja, dann haben wir nochmal Giftstich. Und ja, dann sind wir wieder bei Mizunda und Traumato angekommen. Putz!
Bautz, busselig, knuddeliger Bautz. Oh, wir haben Maskeregen in der Holo Edition. Also ich stehe auf diese Holo-Karten, ne? Oh! Oh mein Gott! Wie fancy sieht denn die Karte bitte aus? Wie fancy ist denn die Karte? Was ist denn da? Das ist ja... Das ist auch so ein... Vor allen Dingen noch ein Psyana. Leute, for real, Psyana gehört mit unter die Top 5 meiner liebsten Pokémon. Okay, jetzt kennen wir inzwischen meine ganze Liste. Shaman, Dumiesel, Ikamaru-chan. Und dann, was war es denn noch? Ach ja, richtig, Jirachi, nicht zu vergessen. Und dann Psyana. Psyana und Nachtara geben sich beide nicht viel bei mir. Alter. Oh. Ja, hier in den Decks finden wir ja auch schon vorgelistet, was drin ist. Es sind 60 Karten. Hier steht ganz genau, was wir bekommen. Hier ist alles drin, was man braucht, um die Spiele auch ausschöpfen zu können. Sache ist einfach die, wenn ihr euch diese Kartenpacks kauft, dann bekommt ihr ja recht wenig von diesen Energiekarten und diesen Pflanzenkarten und Feuerkarten, also diesen den Pokémon-Elementkarten. Und die braucht man halt auch in einem ausreichenden Maß. Sprich, man mit den Karten, mit denen man spielen will, muss man sich dann halt auch die entsprechenden Starterpacks kaufen, damit man halt die entsprechenden Energiekarten bekommt. Und ja, sonst hätte ich vielleicht auch die Starter-Packs dann alle verlost, aber ich brauche die Energiekarten und ich bin egoistisch. Ja, es ist schon genug zum Verlosen. Ich werde schon genug machen müssen, von daher. Es ist die Kindheit neu entdecken. Es ist die Kindheit neu entdecken, wirklich. Ein Entwicklungspack mit 23 Karten inklusive 4 einzigartiger holographischer Promokarten. Ich vermute mal, das ist die Ultra-Bestie hier. Dann kriegen wir noch 4 Booster-Packs und eine Code-Karte für das Pokémon-Sammelkartenspiel online. Wie konnte Pokémon-Sammelkartenspiel online an mir vorbeigehen? Warum zocke ich das noch nicht? Werde ich definitiv. I know me. Vor allem, das ist das, was ich so gesucht habe, so als Gaming-Hobby neben dem Gaming auf YouTube. Okay, dann muss ich das aufheben wegen den Codes. Gucken wir mal hier rein, was da drin ist. Da bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Das ist mein Code. Chabelle. Ah, die Chabelle, die macht gerade Turmkick. Davon möchte ich nicht getroffen werden. Definitiv nicht. Das bedeutet also, wir haben jetzt so ein richtiges, schönes, kleines Erweiterungspack, um unsere Decks mit einer besonderen Taktik auszustatten. Mal gucken, was wir hier noch finden. Sieht halt einfach mal aus wie ein Schokoladenhase, muss man ja sagen. Dieser kleine Schokohase, der ist koppel. Oh mein Gott, guckt euch das Wuffels an, so. Hilf mir. Oh mein Gott, ist das cute. Jetzt will ich unbedingt einen Wuffels adoptieren. Ein Algit. Ja, der sieht auch ein bisschen so aus, wie sein Name klingt. Jetzt haben wir dieses Magnetilio auch noch in Shiny, alles klar. Felinara, hättest du nicht in Shiny sein können, I would be so happy. Oh, ich sehe gleich schon mit eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, okay, jetzt nicht Platz 6, aber einer meiner Lieblinge ist Tragosso. Tragossos traurige Vergangenheit, die hat mich als Kind zum Weinen gebracht, okay? Gott, Tragosso, das war auch so cute. Ein Owei, ei, Owei, Owei. Rex Blizzer, also vor allem hier so ein Shiny Owei. Sieht halt so echt aus, was so 3D ist. Jetzt habe ich Hunger auf Eier. Ein Rex Blizzer, Segen des Frostes. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Rasledar, dieses Wrestling-Pokémon. Immer mehr Pokémon, die Wrestling-Moves drauf haben, Leute, bitte gerne. Nächste Pack, wir haben wieder ein Quavaf bekommen. Und ein Viscora. Viscora war cool. Ein Phoenix. Sehr schön. Pam Pam. Pampam mag ich auch. Oh, wir bekommen Phoenix in Shiny, Glancy, Holo, sehr cool. Thanatora. Thanatora? 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 Ich weiß es nicht. Sieht ja ein bisschen gefährlich aus, was es da gerade macht. Iguana, die kleine Elektroüberraschung mit Schweifvertrimmer. Das ist kein Schweifvertrimmer, okay, das ist super. Flabebe! Oh Gott. Oh, guckt euch an, wie traurig Flabebe guckt. Flabebe ist nicht glücklich. Oh Gott, Flabebe, guckt bitte nicht so traurig. Das bricht mir das Herz. Ey, ich mag diese Pokémon-Darstellung so sehr. Es sieht so echt aus. Es ist ein bisschen Psy-Energie. Aranestro. Da haben wir jetzt die Weiterentwicklung von. Cool. Ultra-Dimension. Es geht hier richtig ab. Venikro.
Es geht ja so richtig ab mit den Ultrabestien. Alter, das bringt richtig neuen Schwung in das Pokémon-Sammelkartenspiel. Damit will ich mich näher auseinandersetzen. Ey, Kindheitsflashbacks pur. Ich bin mega happy. Wie gesagt, ihr findet nochmal alle Informationen zu den Gewinnspielen in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt weiter Booster Packs auspacken, wobei ich vielleicht noch ein paar mehr für euch auch aufheben werde, weil ich bin nett. Und wir sehen uns dann bald im Auflösungsvideo wieder. Ja, das gibt es dann vermutlich auf dem Kritzelpixel-Kanal, weil ich dann die Bilder zeige, die ich für euch male. Und ich werde es euch über die Social-Netzwerke auch noch wissen lassen. Und wie gesagt, bitte, bitte, bitte seid erreichbar. Bitte, bitte, danke. Tschüss, macht's gut.